Einigen geht es jetzt genau so, aber wir hoffen, dass es bald wieder so aussieht. Wir sind angekommen in Getafe in Madrid. Wir sind ausgestiegen und sind erstmal gegen eine Wand gelaufen, gegen eine Wand von Temperatur. Denn es ist hier wirklich viel, viel heißer als in Barcelona. Ihr seht schon, wir sind in einer Großunterkunft untergebracht. Vorher hieß es, die Kölner Gruppe sollte hauptsächlich in Familien unterkommen. Dann haben wir heute Nachmittag während der Busfahrt die Information bekommen, dass es leider keine Familien gibt. Alle Kölner Pilger sind also in einer Großunterkunft. Und heute Nachmittag hat es geheißen, alle Kölner Pilger werden auf 3 Turnhallen aufgeteilt. Jetzt sind wir hier. Es gibt aber nur 2 Turnhallen. Das heißt, in jeder Turnhalle sind 700 bzw. 800 Pilger. Hier in der Halle, die hier hinter uns ist, ist Platz für 500 Pilger. Es sollen aber 700 da sein. Deswegen schlafen auch einige hier draußen. Weiblein schläft hinter dem Gitterzaun und Männlein schläft vor dem Gitterzaun. Das Problem ist aber, dass hier die Sachen, auf die kann man nicht abschließen, auf die wird nicht aufgepasst. Deswegen muss man die morgens in die Halle reinlagern, damit hier nichts geklaut wird. Also, es ist momentan ein großes Chaos. Natürlich sind die Pilger alle enttäuscht, dass sie nicht in Familien kommen, denn jetzt haben sie keinen Kontakt zu den spanischen Jugendlichen. Sie hätten natürlich gerne das Leben hier in Spanien richtig kennengelernt. Aber der Vorteil ist natürlich, alle Kölner sind jetzt hier zusammen und können sich auch zusammen organisieren. Es sind bei weitem nicht so viele Volunteers hier wie in Köln vor 5 Jahren. Es laufen hier vielleicht 5 oder 6 Volunteers rum und die haben uns schon signalisiert, organisiert euch lieber selber, dann habt ihr es auch gut im Griff. Und die Gruppenleiter von Köln haben alles im Griff. Wir organisieren uns selber und versuchen das Beste jetzt hier zu machen. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier in Getafe, ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde aus der Innenstadt von Madrid entfernt. Die Innenstadt von Getafe ist etwa fast eine halbe Stunde zu Fuß von hier. Es gibt auch gute Neuigkeiten, wir haben aber was bekommen. Und zwar, jeder bekommt einen Pilgerrucksack und einen Hut, der in dem Pilgerrucksack ist. In dem Pilgerrucksack sind auch noch andere Sachen, ein T-Shirt und so weiter. Okay, jeder bekommt eins, habe ich gesagt. Es sind leider zu wenig da, bislang. Vielleicht kommen morgen noch ein paar nach, damit auch jeder einen Pilgerrucksack bekommt. Was noch jeder bekommen hat, ist eine Fahrkarte für die U-Bahn und einen Ausweis für das große Abschlussfeld Cuatro Vientos. Da sind aber auch noch nicht genug da, deswegen hoffen wir, dass die morgen noch alle nachkommen. Also ihr merkt, es ist noch alles ein bisschen Chaos hier, wir müssen uns ein bisschen zurechtfinden. Da suchen gerade noch welche einen Schlafplatz. Draußen ist es wahrscheinlich ein bisschen besser als drinnen, weil es draußen ein bisschen kühler ist. Aber wie gesagt, man kann die Sachen hier nicht abschließen. Morgens um 10.30 Uhr muss man die Unterkunft verlassen und abends um 10:30 kann man erst wieder in die Unterkunft hinein. Es ist sehr warm. Es war während der Busfahrt heute schon sehr warm. Wir haben viel geschwitzt. Wir sind 8 Stunden mit dem Bus gefahren. Aber trotzdem ist die Stimmung nicht ganz am Boden. Die Stimmung ist relativ gut. Die Jugendlichen hier sind gefasst. Sie nehmen die Herausforderung an und versuchen, das Beste draus zu machen. Sie wollen ihren Glauben hier feiern, ihren Glauben hier leben. Und das machen wir gleich mit einer heiligen Messe. Und zwar hier und in einer Kirche. Aber die Kirche ist zu klein. Deswegen müssen wir alles aufteilen. Deswegen wird auch eine Messe hier gefeiert. Also, ich hoffe, dass ich morgen bessere Nachrichten für euch habe mit vielen glücklichen Kölnern Pilgern. Und ich sage einfach bis morgen dann hoffentlich aus Madrid. Tschüss.